Ach ja, ich habe mich jetzt erstmal etwas zurückgezogen. Hier im Hafen oder an den Süddocks von unserem Zentrum. Ihr wisst, wer ich bin. Na, ich bin der V-Butler von Minenarbeit.de hier heute auf unserem Multiplayer-Server. Ja? Multiplayer, ganz, ganz moderne Sache, so kennt man aus dem Internet. Ne? Da treffen sich dann ganz fremde Leute. Tun so, als wären sie gute Freunde und nerven die Admins. Nein, Spaß, das ist einfach. Hier spielt man zusammen auf unserem Server Minecraft. Es ist teilweise halt etwas stressig, muss ich sagen. Ich wollte euch einfach mal einen Einblick geben in das, was ich hier so als Vorbootler so tue. Kurz gesagt, habe ich Adminrechte. Kann die aber gar nicht verwenden, weil ich da zu blöd für bin, ne? Und mich da auch gar nicht so für interessiere. Dafür haben wir ja zwei gute Admins. Einer von denen zum Beispiel ist der Onkel Toffer, ne? Und der Onkel Toffer hat auch ein, beziehungsweise Feltins heißt er im Spiel, ne? Aber der Onkel Toffer hat einen YouTube-Kanal und da filmt er auch manchmal so Sachen über unseren Server. Sehr lustige Sachen, der macht auch hier so mit, ne? Und boah, ne? Und das ist eigentlich, guckt's euch einfach mal auch an. Ich schmeiß dafür sogar hier mein Diamantschwert weg. Na? Ja, und ich renne hier eigentlich so rum. Ich bin der Fürst von Wiesenfels. Und versuche immer so ein bisschen so, ja, so spielerisch einzuschreiten. Ich kloppe halt gerne auch für Leute mal ein bisschen Stein weg, wenn das ein bisschen außerhalb von dem Grundstück ist. Oder hier Baumkronen, die so irgendwie rumfliegen. Nur es war jetzt gerade so, ich habe mich vor wenigen Minuten eingeloggt. Es ist jetzt hier Freitagnachmittag. Wir haben wirklich alles voll, 25 oder mehr Leute. Also ich weiß gar nicht, ob wieder erhöht wurde unsere Slots. Es ist für uns sehr viel, 25 Leute. Wir sind ja ein ganz neuer Server. Es ist hier gerade Tag 5 oder was? Oder Tag 6. Ne? Tag 6, ne? Und das ist für uns schon sehr viel. Aber es ist natürlich unheimlich nervig. Ich wurde sofort hier mit 1000 Anfragen. Kommst du dahin? Tust du das? Hast du das gemacht? Hast du das gesehen? Und überschüttet und hab gedacht, hä, was wollt ihr denn alle von mir? Ne? Ich bin doch nur der Vorbuddler. Ne? Und ich komme ja auch dann immer irgendwann zu allen, aber ich brauche halt auch meist meine Zeit und die wissen jetzt natürlich auch gar nicht, dass ich hier irgendwas filme. Ich versuche auch durchzuhalten. Ich habe nämlich schon jetzt drei Starts gemacht in der letzten halben Stunde und musste immer abbrechen, weil was völlig Blödes passierte, ne, wo man dann irgendwie so völlig aus dem Thema kam. Ne? Ich bin hier in den Süddocks, ja, da könnt ihr zum Beispiel, das empfehle ich euch, kommt doch einfach mal, wenn ihr hier ankommt und schreit nicht sofort. Ich will Baurechte! Ne? Das nervt. Ne? Und ist auch völlig fehl am Platz hier. Also, ne? Wir wollen hier dauerhaft eine schöne Community aufbauen, die zusammen tolle Sachen spielt. Ne? Und wenn ihr da ankommt direkt und auch, ne, ihr gebt euch ja gar keine Mühe, das kriegen wir schnell raus und dann hat sich der Fall relativ schnell dann auch erledigt. Kommt doch einfach mal und sagt. Hi, ich möchte mich gerne umsehen. Boah, cool. Ne? Und vor allem, kommt nicht wegen jedem auf Deutsch gesagt, Scheißdreck. Jeder kleine Scheißkram an und nervt die Admins damit. Ne? Wir haben Tutorials, wir haben Schilder, wir haben andere Spieler, die immer gerne mithelfen. Wir haben alles Mögliche. Man muss jetzt sich nur ein bisschen anstrengen. Ne? Also hier zum Beispiel, wenn man in den Süddocks ist, am Meer. Und Docks, das hat ja was mit Hafen zu tun. Unten im Wasser liegen Boote. Hier sind Dispenser, wo Boote rauskommen. Ja, dann weiß man ja eigentlich, ach, hier soll man Boot fahren. Und dann stehen hier nach Wiesenfels den gelben Bojen folgen. Na, es gibt Leute, die verstehen das nicht. Ihr lacht, ne? Da, wer kommt denn hier? Was macht er denn? Den beobachten wir jetzt mal, den kenne ich gar nicht. Ist jetzt ein bisschen gemein. Ich gehe mal eben auf den Chat lokal, so schreibt man das. Dann hört mich nicht die ganze Welt, sondern nur im Umkreis. Der sagt mir aber nichts, deswegen sage ich ihm auch mal nichts. Ja, guck mal, der hat sich ein Boot genommen. Und noch eins, ja, wie? Was will er denn mit zwei? Wir tun mal so, als wären wir nicht da, dumm die dumm.
der findet das jetzt ganz toll, den Dispenser hat er vielleicht noch nicht gesehen, dass man sowas bauen kann. Ich weiß ja. Ah ja, er darf sich ja auch, das ist kein Problem. Ihr dürft euch natürlich Boote nehmen, ne? Es ist sogar empfehlenswert, wenn ihr eine längere Fahrt macht, dass ihr mal mehrere Boote mitnehmt. Ah, jetzt guckt er sich, glaube ich, die Schilder an und schaut mal, wo er langfahren kann. Bin mal gespannt, was er macht. Er lässt sich Zeit. Hier soll ein Shop hin. Seefahrerbedarf. Ich habe vor, hier so Spinnenfaden, Angeln, Fische zu verkaufen. Das soll noch eingerichtet werden. Es ist natürlich, Entschuldigung, es ist natürlich. Er fährt. Ah. Und in welche Richtung? Er nimmt, glaube ich, die Bojen, ne? Die grünen Bojen, das geht dann zur Pyramide. Das ist eine gute Strecke, eine sehr weite Strecke. Aber sehr schön, ne? Landschaftlich, was macht er denn nur? Warum fährt er denn jetzt ins Eis? Ja, ihr seht, das mache ich praktisch die ganze Zeit auf dem Server. Ich gucke mir immer die anderen Leute an, was sie so machen. Ich schreite dann ein, wenn es gar nicht weitergeht. Er kommt irgendwie nicht klar, statt einfach immer dann in der Richtung weiterzufahren. Er fährt jetzt, dann doch in die Richtung der grünen oder gelben Bojen, das nach Wiesenfels oder Arcane. Er ist bald außer Sichtweite. Wir wünschen ihm auf jeden Fall eine gute Reise. Ne? Wir wünschen ihm alles Gute, dass er auch vor Anbruch der Nacht dann auch da ankommt. Und ich renne jetzt einfach mal rüber ins Zentrum. Auch das ist immer leicht, ne? Was meint ihr, was dieses Schild wohl zu bedeuten hat? Ne? Können auch mal die Tür zulassen. Ich kann ich auch offen lassen. Dann sieht jeder, dass er da willkommen ist. Dafür ist der Hafen hier da. Es ist relativ abgesichert hier. Also nicht ganz. Ne? Das ist mein Baustil. Das habe ich hier gebaut. Und wie ihr ja wisst, ne, die Profis unter euch, die wissen ja, dass ich nicht so ein unheimliches Sicherheitsbedürfnis habe. Das kann immer mal bei mir aber irgendwas spawnen, so ganz unerwartet. Ne, das gehört für mich. Ist ein wesentlicher Spielfaktor auch. Ne? Ich gehe spielerisch an die Sache ran und auch hier an meine Boss-Endorphin-Fürst von Wiesenfeld-Rolle. Das ist nämlich alles sehr spielerisch. Süddocks, ja. Ach, Süddocks, wo geht's da wohl hin? Ne? Hier haben wir unser schwarzes Brett. Ja, da kann man auch zum Beispiel auf so ein Bücherregal klicken mit rechts und dann seht ihr, dann öffnen sich da so noch Zusatzinformationen. Ne? Das machen viele nicht und die wundern sich dann. Was ist denn bloß los, ne? Jetzt muss ich hier mal wieder mit meinen Knöpfen zurechtkommen. Das ist immer alles. Ich ignoriere ja auch möglichst jetzt immer diese, während ich hier filme, diese ganzen Schätze. Und was haben die denn so geschrieben? Niemals, es kommt nur auf die Größe an. Leute, ihr werdet beobachtet, wenn ihr das wüsstet. Besuche das Fürstentum Wiesenfels und. Da geht's auch zu einem Bahnhof. Guckt mal einer an. Dann guckt mal hier. Und das ist der Zentralplatz für alle, die sich das nicht wissen. Also, ne? Da kommt ihr unbedingt auf jeden Fall vorbei. Da oben spawnt ihr. Da ist das Tutorial. Geht da bitte durch. Lest euch das durch. Rennt da nicht durch. Es ist nicht der Sinn von einem Tutorial, dass man da möglichst schnell den Ausgang findet. Nein. Da stehen wichtige, wertvolle Informationen. Und lest euch das durch. Ne? Auch in den Shops findet ihr nochmal Informationen. Da könnt ihr auch im Tutorial ein bisschen üben, mal irgendwo draufklicken, wie das funktioniert. Ne? Hier haben wir den Zentralplatz, da sehen wir schön Wegweiser. Ne? Da geht es dann zum Bahnhof. Ne? Zeige ich euch jetzt nicht. Ich renne mal hier oben, haben wir nämlich schon eine relativ, ja, so eine, ich sag immer, Eigenheimsiedlung dazu. Da bauen. Aha. Ich renne mal weiter, bevor der mich anspricht. Ich habe Angst vor dem. Es ist ehrlich, wie gesagt, ein Multiplayer, da begegnet man dauernd irgendwelchen Leuten, die man nicht kennt. Ne? Hier geht's zum Schloss Thrun. Auch das könnt ihr euch selber durchlesen. Ne? Das sind so die Hauptgegenden und Regionen, die wir haben. Es kommen noch mehr dazu. Die Karte ist noch lange nicht ausgefüllt. Ne? Die Leute haben noch, ich weiß das ziemlich, weil ich die Karte gut kenne, haben viele Regionen noch gar nicht entdeckt. Da war noch nie jemand, außer mir. Ne? Und wenn ihr hier ankommt, ne, dann. Geht einfach mal rum. Ihr dürft natürlich überall bauen, wo ihr wollt. Aber kümmert euch bitte um euer Bauland selber. Geht da mal hin und guckt euch die Welt an. Reist überall hin. Huhu. Und ich laufe auch direkt weiter. Dann wird er auch sehen, dass ich jetzt hier ist kein Bauland. Ach, ne? Dann ist auch, was bedeutet so ein Schild dann bloß? Es wird wohl bedeuten, dass man hier da nicht bauen soll. Aus dem einfachen Grund, weil hier unterirdisch eine Stadt von Seifenblase entsteht, für die wir im Moment noch einen kleinen Namen suchen. Ich werde ja heute auch mal ein paar Vorschläge machen, sofern sie online kommt.
So viele Pilze. Ich renne jetzt gerade so ein bisschen ins Niemandsland, glaube ich, ne? Aber ich sage euch halt nur, ihr sollt das auch tun. Ihr sollt das tun, ihr sollt euch umgucken, ne? Wo es euch gefällt. Da, wenn ihr Hilfe braucht und ihr sucht was Spezielles, ah, schön. Dann wendet euch doch ruhig an mich, wenn ich online bin. Fragt mal nach dem Boss, ne? Oder nach dem Vorbuddler. Und wenn ich da bin, sage ich dann ja hallo, wenn ich das nicht sowieso schon zu euch gesagt habe. Meistens versuche ich die Leute immer zu begrüßen, die neu da sind. Das klappt nicht immer aus verständlichen Gründen, weil es einfach sehr viel ist manchmal, ne? Wer wohnt denn hier überhaupt? Anwesen von Korrel 94 und das Haus finde ich ja auch sehr schön. Dieses ja, Blockhaus-Stil mäßig, aber sehr schön. Diese Stufen da drin. Gefällt mir gut, ne? Das habt ihr aber auch schon hier, die Gegend, jetzt fällt mir so ein. Bei Onkel Topfer könnt ihr das auch schön sehen. Der hat hier schon gefilmt. Da steht der Wulf wieder, der sagt jetzt wieder Hallo. Auch der Wulf, der hat uns gestern sehr schön der Seifenblase und mir geholfen, unten in dieser unterirdischen Stadt ein bisschen Räume aufzuschlagen. Entschuldigt die kleine Unterbrechung. Einer unserer Admins, der wollte mich gerade in einer wichtigen Angelegenheit sprechen. Wie ihr euch vorstellen könnt, würde es niemand wagen, den Fürsten von Wiesenfeld für Belanglosigkeiten zu belästigen. Und doch ist dies ständig der Fall. Also, gerade sagt jemand, die Bahnhöfe würden nicht funktionieren. Tatsächlich gab es hier irgendwie einen Minecart-Stau, den habe ich gerade beseitigt. Und jemand, der sich Jesus nannte, weggeschickt. Ich probiere es jetzt auch. Ich wollte sowieso hier gerade nach Wiesenfels fahren. Da läuft man dann hier so einfach durch. So, und wartet ein bisschen. Das ist ein bisschen, na, ein bisschen tatsächlich. Da müsste man vielleicht nochmal heute nachgucken. Normalerweise klappt das etwas leichter. Wir haben aber jetzt hier, wie gesagt, viele Leute auf dem Server. Möglicherweise laggt das dann so ein bisschen. Aber einfach durchrennen und nichts tun. Na, nirgendwo draufklicken. Und dann sollte das mit den Minecarts funktionieren. Mitten in der Nacht fahren wir jetzt hier durch die Gegend. Da baut sich noch die Landschaft auf. Jetzt kommen wir irgendwo an, im Holzfäller-Camp. Ja, ich bin natürlich auch jetzt völlig in die falsche Gegend gefahren, die falsche Richtung. Macht aber nichts. So seht ihr wenigstens das Holzfäller-Camp. Hier könnt ihr euch nämlich Holz besorgen. Zack, wir sind ja also ein Roleplay-Server und nicht so ein Freebuild-Server. Ne? Also bitte auch niemanden hauen und solche Geschichten. Nur draußen in freier Natur, wenn er irgendwo jemandem begegnet, aber nicht auf dem Grundstück und schon gar nicht auf jemanden überfallen auf dessen Grundstück. Alles schon vorgekommen leider und trotz Verwarnung, die haben dann meistens nicht geholfen. Einige Spieler sind dann, mussten sich dann leider schon verabschieden von uns, weil das einfach nervt. Gerade jetzt in so einer Frühphase von so einem Server nervt das ungemein, ne? Wo ja hier jeder noch ein bisschen mit sich selbst beschäftigt ist und ein bisschen was auf die Beine stellen will, ne? Ihr kriegt auch mehr Bauland, wenn ihr zeigt, dass ihr gute Leute seid, ne? Also wer am zweiten Tag praktisch hier schon schreit, nach mehr Bauland und der hat sich da bloß eine Lehmhütte hingestellt und noch sowieso noch massig Platz auf seinem Land, ja, dem kann man nicht helfen. Ne? Na, was ist denn? Creeper-Explosionen sind abgeschaltet im Moment, damit die noch nichts zerstören. Aber töten könnt ihr euch trotzdem. Ne? Aber die Gebäude gehen halt nicht kaputt. Ist auch noch im Moment sinnvoll. Ich denke mal, irgendwie auf Dauer wird man das auch ändern können, dass sie so richtig funktionieren. Mir würde das dann auch mehr Spaß machen. Ne? Man wäre noch mal etwas vorsichtiger, man hätte noch mal ein bisschen mehr Minecraft-Feeling. Aber im Moment ist das alles noch nicht so wichtig. Nun denn, ich gucke jetzt einfach mal, was es sonst noch so gibt. Und dann würde ich sagen, jetzt hier bin ich zum Beispiel im Shop. Ja, den stelle ich euch vielleicht dann gleich in der nächsten Folge mal vor, wie das so geht mit den Shops. Na, da haben auch viele noch. Ist auch Neuland für Leute, die nur Singleplayer machen. Für mich ist es auch noch völlig neu. Ja, gucke ich dann gleich mal rein. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Guckt auf minenarbeit.de/server. Lest euch das durch, es kostet 5 Minuten und ihr habt dann echt das Expertenwissen auf eurer Seite und seid auch schon im Vorteil vielen anderen Spielern gegenüber, ne? Weil ihr eben dann Bescheid wisst, ne? Und so denn, macht's dann gut, man sieht sich.